Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Es ist 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Neuer Tag, neues Glück. Das ist eine Aufzeichnung für Manuel am Abend. Ja, ich werde mir jetzt meine Milchschnitte essen. Ja, das werde ich jetzt tun, weil ich habe ein bisschen Hunger. Es ist Nachmittag und ich produziere Manuel am Abend. Wie soll es auch anders sein? Meine Milchschnitte. Lecker. Herrlich mal am Abend, Freunde. Geil, super und lecker. Ja. Ich esse. Freue mich, dass ihr da seid. Ja. So ist das doch besser. Da könnt ihr mich wenigstens richtig sehen. Ja. Ist richtig gehend warm hier. Ja. Herrlich. Damit ihr auch mal was anderes seht, als nur Eistee. Ja. Eigentlich sollte man beim Essen nicht reden. Aber da ich ja moderiere, Pause mache zugleich, esse ich auch schon mal was dabei, ne? Ist manchmal so. Ja. Mal am Abend, Freunde. Oder ihr sogenannten Freunde. Wenn ihr keine Mal am Abend Freunde wärt, dann würdet ihr Mal am Abend gar nicht gucken. Und deswegen Mal am Abend Freunde. Denn wir sind alle gleich. Wie auch immer. Habt Spaß, wenn ihr das guckt. Ja. Alle Rechte vorbehalten, nur mal so zur Info. Bei allen Videos von mir ist es nur mir gestatten, es hochzuladen. Es sei denn, ich gestatte es jemandem. Das ist aber in den größten Fällen nicht der Fall. Warum? Weil David Lensing, zum Beispiel David Johann Lensing von der Bäckerei Lensing, der hat ein paar bestimmte Videos, die er nutzen kann für sich. Also bestimmte Videos. Da gestatte ich dem ruhig, je öfter mal was zu nehmen. Das ist nicht das Problem. Problem ist, er darf es. Ihr dürft es nicht. Es liegt daran, ich mache nur mit bestimmten Leuten Sachen. Und denen gestatte ich das, weil ich genau weiß, wo das Material bleibt oder was damit geschieht. Und bei manchen Leuten, wer auch immer das sein mag, da weiß man nicht, was danach damit passiert.
Und deswegen gestatte ich das einfach nicht. Und dann läuft das schon irgendwie. Aber in erster Linie darum. Nicht deswegen, sondern damit ich im Endeffekt weiß, wenn jetzt die Person mein Video hochladen darf, weiß ich, wenn ich der Person sage, lösch das Video, dann ist es gelöscht. So, wenn ich jetzt aber hingehe und irgendwelche laden das runter und laden das dann wieder hoch, 1:1 als Beispiel, dann weiß ich nicht, was danach damit passiert. So kann ich aber abschätzen, da habe ich es hochgeladen, da habe ich es hochgeladen, auf meinen eigenen Kanälen. Und wenn ich es dann lösche, ist es aus dem Internet verschwunden. So, jetzt kommt aber was dazu. Wenn jetzt aber anderes auch noch hochladen, dann weißt du bald gar nicht mehr, wo deine Videos online stehen. Und dann kriegst du es aus dem Internet sehr schlecht weg. Eigentlich ja sowieso nicht, weil wenn einmal was im Internet steht, ist es für immer drin, wenn man so sieht. Wenn man aber weiß, wo es gestanden hat, dann kann man das einmal das Hauptvideo entfernen und dann gibt es es nirgendwo mehr. Deswegen, wenn ihr Videos von mir nutzen wollt, dann macht euch eine Playlist. Das heißt, ihr öffnet eine Playlist, nehmt ein Video von mir, also geht auf meinen YouTube-Kanal, nimmt das Video, was ihr eigentlich gerne hättet, fügt das zur Playlist hinzufügen, nimmt die Playlist, die ihr ausgewählt habt und schiebt das Video da hinzu. Das heißt, das Video landet in der Playlist und wenn ihr es dann abspielt, habt ihr das Video in eurer Playlist mit drin und jeder kann es bei euch auf dem Kanal gucken. Dann kriege ich aber die Klicks. Darum geht es. Wenn ihr es jetzt aber selber hochlade, kriegt ihr die Klicks, nicht ich. Und dann kriegt ihr die, erntet ihr die Lorbeeren und ich ernte nichts. Deswegen, und weil ich wissen will, wo meine Sachen gerne landen. Ja, ich weiß immer halt gerne, was mit meinen Sachen geschieht, weil ich dann sagen kann, ist in Ordnung oder nee, lass mal lieber. Und deswegen mache ich auch so viele verschiedene Sachen, damit ich viele Möglichkeiten habe, euch was zu bieten. Nicht? Ja. Und ich werde mich jetzt wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns sicherlich morgen früh zu Mahnl am Morgen wieder oder morgen Abend zu Mahnl am Abend, liebe Mahnl am Abend Freunde. Bis dahin und tschüss. Da 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 da